Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill Origins. In der letzten Folge bin ich ja leider hier kläglich gestorben. Ich habe das jetzt soweit mal nachgespielt und bin einfach erstmal straight zum Speicherpunkt. Denn das war quasi so mein fataler Fehler. Ihr seht aber, dass ich hier noch nicht in 306 war, wo wir uns auch jetzt erstmal einfach hinbegeben werden. Zumindest werde ich das versuchen. Und vor allem werde ich versuchen, dort jetzt nicht sofort zu krepieren. Genau. Schauen wir mal, ob ich das hinbekomme. Aber ich bin dieses Mal ein bisschen besser durchgekommen, was aber einfach auch daran lag, dass ich weniger gekämpft habe. Und auf jeden Fall habe ich jetzt gespeichert. Und der ist echt übelst aggressiv und stark. Sieht zumindest danach aus. Es sind zwei Monster aneinander geschnallt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das eine männlich, das andere weiblich. Aber ich dachte, das sei eigentlich auch schon wieder aus einem anderen. Oh, der ist jetzt schwer verletzt. Aus einem anderen Teil. Einsetzen. Da sind wir zumindest auf einem normalen Niveau. Eigentlich soll man sich ja nicht räuspern. Das ist alles andere als gut. Aber dann schauen wir uns hier mal um. Hier ist ein Loch in der Wand. But now it's gone. So. Es muss hier irgendeinen Grund haben, warum. Das war der Grund. Scheiße. Naja, gut, dann möge das Sterben beginnen. Wow. Fies. Das ist richtig fies. Geil. Wartet mal kurz. Okay, so. Also das sieht mal richtig übel aus, würde ich sagen. Und ich sehe hier mal wieder absolut ein Zettel, glaube ich. Meine geliebte Frau, ich vermisse dich schmerzlich. Ihnen dabei zuzusehen, wie sie dich weggebracht haben, war wie ein Dolchstoß in mein Herz. Es gab keine andere Wahl, aber ich fühle mich jetzt so einsam. Auf den Rat des Arztes hin habe ich Travis gesagt, du seist tot. Übel. Vielleicht wäre. Was sind das auch für Ärzte, ey? Vielleicht wäre es besser, wenn du es wirklich wärst. Helen, wirst du jemals zu mir zurückkehren? In ewiger Liebe, Richard. Das ist so heftig. Krass. Richtig krass. Also, wie gesagt, also ich finde es eigentlich noch schlimmer, dass die Ärzte ihm dazu geraten haben. Ich meine, wenn er selber in so einer verzweifelten Situation war. Gut, was willst du machen? Sag ich mal. Boah. Ich glaube, das ist jetzt echt so the most fucked up Part überhaupt in dem Spiel. Ich meine, guckt es euch mal an. Das sieht echt fies aus. Es erinnert sehr an die Alternative in. Oh ja, ja, schön auch. Falsch, scheiße. Ja, komm, da war doch die Wand. Das kann ich doch gar nicht angreifen. Jawohl. Erinnert sehr an die. Genau, an die Alternative aus Silent Hill 3. Die war auch sehr, sehr cool mit diesen fiebrig, lebendig wirkenden Wänden. Das war richtig gut. Da ist ein. Ach, cool. Sehr gut. Das habe ich gebraucht. Ich glaube, die nehme ich auch einfach direkt, ganz ehrlich. Habe ich so ein bisschen Buffer, bevor ich das nächste Mal. Seht ihr, ich meine, ich bin da immer noch nicht mit im grünen Bereich. Ich bin immer noch gut angeschlagen. Ach so, vielleicht sollte ich noch eine Waffe nehmen. Wie viele Ampullen habe ich eigentlich? Zwei. Das ist echt gut. Keine Feuer. Oh, ich will irgendwas, was noch komplett heile ist. Und dann am besten noch, ja, der ist halt schon im roten Bereich. Wäre noch im gelben, hätte ich ihn genommen. Der war nämlich saugut. Vom Katana werde ich erstmal absehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er abgebrochen hat. Nehmen wir mal den Lampenständer. Gucken wir mal. Ja, voll groß und unhandlich. Wahrscheinlich würde er damit zustechen. Da kommen wir nicht lang. Aber oh, ich fahre aber auch so auf das Design einfach nur ab. Das ist voll gut. Das ist richtig gut. So, Gegner war hinter uns, neben uns. Ach, da. Ja, gut. Werde ich erstmal versuchen zu ignorieren. Gucken, ob wir hier
Tür ist defekt. Wow. Ja, geil. Warte. Boah. Boah, der ist aber sehr langsam damit. Und ich sehe auch nichts, ob ich, doch, der ist jetzt ja, ging zu Boden. Das ist sehr ineffizient, finde ich. Und dafür, dass hier nichts ist, das lässt sich nicht öffnen. Was soll denn hier sein? Achso, da kommen wir nochmal, wusste ich gar nicht. Gut, das geht, die Treppe geht auch nicht. Ja, gut. Boah, voll gegen, voll am Schmatzen einfach nur. Das ist keine Wand. Keine Tür, meine ich. Eine Wand ist es schon. Oh, fies, ey. Richtig fies. Damit kommt ein richtiges Silent Hill Feeling einfach nur auf. Was haben wir denn hier? Das lässt sich. Das ist. Das ist. Staff Room ist auch nicht passierbar. Boah. Oh, ich hätte jetzt so Schiss hier einfach nur. Ich sag es euch. Aber so richtig. Ist. Hä? Achso, warte mal. Dann müsste entweder hier der nächste noch gehen, oder? Genau. Jetzt war ich in 305 nicht drin. Ich hoffe. Boah, das klingt mächtig. Das klingt mächtig. Oh Mann. Oh Mann, bitte. Oh. Okay, also nicht bitte von wegen, dass ich reinkomme, sondern viel eher, dass ich was sehe. Aber dann schauen wir. Oh Gott. Mal. Hier ist eine Tür. Und die ist defekt. Okay. Wo sind wir denn? Ja, nee, so weit braucht. Okay. Wow, weg! Wow, das war knapp. Alter Vater. Das war richtig knapp. Und das ist mir jetzt ein bisschen zu still. Oh Mann, er sieht so behindert aus, einfach nur mit diesem ich bin voll der Soldat und voll Mandy und trage einen Lampen. Einen Speer, okay. Der könnte sogar vielleicht recht effizient sein. Wahrscheinlich steche ich dann immer so zu, so pok, pok. Was ist hier? Ein bisschen schneller, also das ist echt. Oh, shit! Voll reingelaufen, das war ganz schlecht. Also eins der größten Mankos in dem Spiel. Meiner Ansicht nach. Oh, fuck it, ey! Fies! Ja, bitte! So kann ich doch nicht gescheit irgendwas hier durchsuchen. Das wird nicht hinhauen, ich sage es euch, Leute. Das wird nicht hinhauen. Leck mir die Eier. Auch wenn ich keine habe. Das ist echt schlecht hier gerade. Hier war es war was Wichtiges los. Abgeschlossen. Defekt. Oh Gott. In 500 war was sehr Wichtiges los. Okay. Oh Mann, das ist so fies einfach nur. Jetzt noch ein Speicherpunkt. Das wäre sehr nice. Haben wir hier irgendwas? Bitte. Gesundheit. Wer voll essen. Was ist das denn? Spiegel. Ja gut, dann halt in die andere von mir aus. Auch wenn ich mich da nicht unbedingt sicherer fühle. Okay. Das hier war mein Fotolabor. Wow. Das ist creepy. Das ist richtig. Hier drin ist jemand komplett durchgedreht. Die Wände sind voller Wörter und Zeichnungen. Hoffentlich hat die Motelverwaltung die Kaution bei einbehalten. Oh, fies. Was sieht man denn da drin? Vielleicht sind das die Monster und was soll diese. Was ist das denn? Müll? Da liegt ein Scrap of Paper. Man glaubt, dass ein Geschöpf mit außerordentlicher geistiger Energie dazu in der Lage wäre, den von diesem Kult angebeteten Gott Samael zu gebären. Samaels Ankunft wird das Paradies auf Erden bringen. Angenommen, dass dieses Geschöpf durch Leiden und Schmerz geformt ist, stellt sich die Frage, was für ein Gott
und was für ein Paradies dabei genau herauskommen. Das ist eine sehr gute Frage. Was hast du hier gerade gesehen? Noch mehr seltsame Zeichnungen. Einige scheinen eingeritzt zu sein, andere sind gemalt. Okay, wir kommen auch der ganzen Kultsache hier ein bisschen näher. Der Grund... für den Zustand Alessas zumindest. Der Zustand, wo wir sie ja gefunden hatten. Okay, wow, bitte. Euer Ernst? Ich kann sie nicht öffnen, weil da ein bisschen was rum... Ja, natürlich, Travis. Das ist definitiv ein großes Problem. Ich glaube, die Schaufel kann ich mitnehmen. Cool. Okay, gut, gut, gut. Ich will zurück zum Speicherpunkt. Da würde ich jetzt gern hin. Und dann ist mir alles egal. Okay, der hat da jetzt schon irgendwas markiert. Was ist das? Wow! Leave me alone, please. Was? Oh, scheiße, ich will gar nicht so durchrushen. What the fuck? Wo bin ich denn hier? Wieso? Kann ich hier durchgucken? Boah, ist das krank. Ist das ekelhaft. Alan, every time I look in his eyes, I see you. It's not enough. I can't be there for him. There's too much pain in this world without you. That thing that stole your body, it had the right idea. Welcher Monat ist das? 12 wird sehr wichtig sein. Ich da irgendwie... Nee, im Monat kann ich leider nicht erkennen, aber die 12 wird wichtig sein. Oh Mann, ey, da willst du doch keine Absteige, wenn du nicht weißt, ob du nicht da beobachtet wirst. Das ist doch mal richtig abartig und pervers, ey. Oh, goodness. Oh Gott, da gucken wir jetzt gar nicht weiter rein, das ist mir viel zu dunkel. Mann, ich habe so Angst, dass ich plötzlich was voll Scary-mäßiges sehe. Wisst ihr... Ich glaube, da haben Leute ihren Spaß. Was ist das denn hier? Nee, 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 das ist daneben. Eine Kamera. Oh, ist der krank, ey. Meldet, okay. Ein Foto. Curse of... Ach so, Kors auf der Schrotflinte. Sie haben mit einer Shotgun getötet worden. Boah, voll das perverse Motel einfach nur nicht. Ich lauf voll gegen die Wand. Das ist richtig fies. Oh Mann. Oh, Mann, nein! So, weg mit dir. Los, komm, schlag zu. Jawohl. Los. Oh, scheiße, ey. Guck mal, wie schneller ich einfach mal mit meinen bloßen Fäusten bin. So, komm. Gut. Das haben wir. Das ist defekt. Okay, aber der hat hier noch irgendwas anderes gesehen, was ich irgendwie nicht ganz verstehe. Was ist... Oh, Gott sei Dank. Was? Ich habe da irgendwas anderes Komisches gefunden, was ich, glaube ich, nicht haben wollte, aber egal. Joanna. Eine der Waschmaschinen ist wieder defekt. Dieser komische Typ in Cleopatra schrie mich an und wollte, dass ich das Teil repariere, aber ich konnte den Empfang nicht verlassen. Jedenfalls, nachdem der Kerl total rot angelaufen war, ist er einfach abgehauen. Ist seitdem nicht wieder hier gewesen, einfach verschwunden. Könntest du einen Blick auf die Maschine werfen, wenn du eine Minute Zeit findest? Wirf eine Waschmünze ein und setz das Ding zurück. Stelle die Waschmaschine auf die niedrigste Schleuderzahl. 60 Grad, abpumpen, den Vorsprung bringen, alles okay. Das ist, glaube ich, kein Problem. Schreibe ich mir aber auf. Niedrigste Schleuder.
Zahl 60 Grad. Wäsche. Abpumpen. Vorspülen. Okay. Das sollte ich eigentlich hinbekommen. Gut. Was ist das denn? Oh, ja, daran erinnere ich mich an den Schraubstock. Das hängt nämlich mit einem anderen Gegenstand zusammen, den wir, ich weiß schon wo, finden werden. Was aber wahrscheinlich noch ein bisschen einfach dauert, bis das wieder passiert. Aber gut, dann wissen wir da Bescheid. Das heißt, wir müssen. Oh Mann. Ich bin gerade unbewaffnet. Das ist eher uncool. Habe ich denn noch irgendwas? Mann, ich will diese ganzen Fern. Dingsens, was ist das denn hier? Ein Infusionshalter. Nehmen wir den. Auch wenn das mindestens genauso lächerlich aussieht wie einfach all die anderen. Oh, das ist doch mal ekelsthaft. Ekelsthaft, auch voll der geile Begriff, einfach nur. Tür ist defekt, gut. Ah, da wollte ich nicht lang. Okay, gut. Dann. Ist hier irgendwo ein Speicher? Ach, hier sind wir. Und dann komme ich hier hin. Dann komme ich eigentlich zum Speicherpunkt. Dann würde ich sagen, begeben wir uns. Scheiße! Dorthin! Wow! Ist das ekelhaft! Die Arme sehen auch aus, als seien da Spritzen oder so. Durch da. Oh Gott. Zum nächsten Speicherpunkt und dann war's das für heute. Oh, ja, bitte. Oh, lauf. Ah! Nein, nein, bitte, Travis, lauf! Lauf einfach. Oh Gott. Oh Mann, oh. So, komm, go, 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 go. Geh einfach nur noch weg. So, und dann werden wir in der nächsten Folge mal das Manage. Können wir gleich nochmal gucken, wo das ist. Ich hoffe, das ist nicht allzu weit weg. Dann werden wir, nee, abbrechen. Nein, da drunter muss ich speichern. Was soll ich gerade sagen? Ich hoffe, das ist nicht allzu weit weg, weil dann. Ja, weil dann habe ich es nicht viel einfacher. So. Um mal ganz ehrlich. Ach so. Ja, gut. Dann werden wir in der nächsten Folge mal direkt ins Manager-Office. Also bis dann. Darkness.